So, jetzt geht's durch dieses Tor durch. Weil hier ist ein Waffenlager. Wer die Mission nicht aus anderen Kampagnen kennt, der könnte hier... Feinde im Anmarsch auf unser Munitionslager. Sie dürfen es nicht einnehmen. Wer die anderen Kampagnen nicht so wirklich kennt, der weiß nicht, dass hier das Munitionslager ist. Wenn man das einnimmt, nämlich, oder bei Verteidigen hilft, je nachdem, welche Seite man spielt. Also Imperiale Armee und Space Marines helfen beim Verteidigen. Ihr kriegt nützliche Ausrüstungsgegenstände. In dem Fall ist das Ding aber ziemlich überrannt, so wie es aussieht. So. Meine Symbionten-Hydro zieht sich mal zurück. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, es ist nur noch der Cyborg da. Der ist auch schon tot. Oh, aber es kommen noch mehr Gegner. Ihr könnt ja mal hier das Energiepunkt einnehmen. Hier oben ist übrigens noch einer. Und hier ist ein Manticore, sehe ich gerade, wird mir angezeigt. Ressourcenpunkt erobert. Ah, und es kommen noch mehr Gegner. Noch mehr Chaos-Heretiker und Chaos-Herrgott. Roter Thermagun. Thermagun, die sehen auch nicht mehr so gut aus. Aber die kann ich ja jederzeit neu rufen. Ah, noch mehr. Die dann wie Rustpanzer. Infanterietrupps. Und jetzt von der Seite, genau. Solche Marines und Opens. Ah, das geht wieder auf die Symbionten. Und da kracht noch was ein und kommen noch mehr Chaos-Trupps raus. Kann ich theoretisch? Nein, kann ich hier oben nicht. Dann muss ich das Gebiet sehen. Ist aber auch kein Problem. Gehen wir wieder da hoch in Richtung Nestern. Und genau, wir kriegen Würgedorgenkanone des Schwarmlords und wir kriegen Reste der Erinnerungen. Oh, wieder eine Erfahrungsbonus oder sowas. Sehr schön. Jetzt wieder zu diesem Nest zurück. Mal sammeln und kurz regenerieren. Was sagt eigentlich meine Tyrannenwache? Die steht immer noch ziemlich gut da, die Tyrannenwache. Das ist der Vorteil, wenn man... wenn die schweren Einheiten lebendig sind. Nein, den Trupp verstärke ich nicht, weil ich kann jederzeit einen neuen rufen. Ich gehe stattdessen mal hier hoch, weil hier ist noch ein Manticore. Verstanden. So. Spornen erstmal abwerfen und jetzt angreifen. Ressourcenpunkt, Ressourcen einsammeln, Energiepunkte erobern. So, noch ein Manticore weniger. Ressourcenpunkt erobert. Jetzt müsste es nur noch einen einzelnen geben. Genau, hier. Das müsste der letzte Manticore dann gewesen sein. Und wir kriegen, glaube ich, für Sekundärziele Erfahrungspunkte. Das könnte für ihn fast schon wieder ein Level-Up bedeuten. Die da sind ein bisschen angeschlagen. Aber gut, gehen wir weiter. Ja, und so sieht ein schöner Schwarm aus. Zwar immer noch ziemlich klein und nicht mit einer richtigen Schwarmflotte zu messen. Das ist nicht möglich. Aber besser als nichts. Schade. Spornminen kann ich gerade keinen abwerfen. Die sind noch in der Regenerierung.
Oh, Thermagant nehmen ordentlich Schaden. So, Manticore zerstört. Euer Gegenstand. Kreischende Biomaterie erhalten. Oh. Was auch immer die macht. Ihr nehmt mal das Nest ein, dass wir unsere Stellung hier verstärken können. Du fährst mit deinem Bioplasma auf den Bunker. Habe ich gerade meine Symbiontenbrust verloren. Das war schlecht. Meine Homaganten sind übrigens auch gestorben. So, dann könnt ihr halt mal das Nest einnehmen. Ich sagte Nest einnehmen. So. Du kannst dich kurz einigeln und dich hochheilen. Das brauchen wir nämlich, wenn wir hier gleich auf den Feind wieder treffen. Neue Symbiontenbrut. Du kannst dich wieder öffnen. So. Ah, noch Energie einsammeln, auch wenn wir sie nicht wirklich brauchen. Ja, wir haben so viele Ressourcen, die wir nicht brauchen. Und das ist ein bisschen imbar an den Tyrannien. Ich hätte uns noch ein einziger Thermagant kommen, den kaufe ich dir mal. So. Ja, ja, kommt, Ungläubige! Ulkair heißt jeden willkommen! Ungläubige. Naja, gut, das ist dieselbe, ist wahrscheinlich derselbe Text wie bei allen anderen Kampagnen. Da waren meine Thermagant vor die Hunde. Ah, nicht mehr lange und es ist nur 2 oder so. So, alles im Nahkampf zerfetzen, was zerfetzbar ist. Und da oben sind noch mehr feindliche Soldaten. Chaos-Fest, da müsste hier demnächst mal. Das ist übrigens so Kairs Tempel. Sieht nicht gerade besonders eindrucksvoll aus. Genau, hier kommt jetzt der abtrünnige Kommandant herausgefahren, der fast so schwach ist wie Castor aus der ersten Mission. Während da nicht seine ganzen Truppen. Aber die kriegen wir auch noch mit. Genauso möglich. So, gleich ist er hinüber. Genau. Der Tod kommt zu allen. Möge mein Fleisch eitern und faulen und neues Leben hervorbringen für Nagel. Sehr appetitlich. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und wir haben Ordensfestung Selenon abgeschlossen. Und bekommen Sporenzysten. Aufgeblasene Zysten auf dem Panzer des Schwarmlords, um Sporenbeam zu produzieren und freisetzen zu können. Ob wir das wirklich brauchen, gucken wir mal. Und wir haben neue Sachen bekommen, die ich dann gleich in der Ausrüstung vorlesen werde. Fortsetzen. Aber ja, was der gerade am Schluss gesagt hat, soll mein Fleisch eitern und verfaulen. Ey. Also die Nörgel-Anhänger soll noch einer verstehen. Oder Nörgel allgemein. Jedenfalls ist das ziemlich eklig. Sogar ekliger als die Tyranniden, wenn man es so betrachtet. Die formen sich halt nur aus neuer Biomasse. Oder aus Biomasse allgemein. Und wir wollen den Carnifex natürlich. Der ist jetzt freigeschaltet. Und ja, wir haben die nächste Welt erreicht, Meridian.
die Subsektorhauptwelt. Und dort sollen wir in die Kapitolgärten. Aber vorher gucken wir uns die neuen Sachen an, die wir gekriegt haben. Erst einmal die Würgedon-Kanone des Schwarmlords, die wir nicht benutzen können. Weil wir dazu mehr Erfahrung brauchen. Die macht 152 Schaden, ist Stufe 6. Verlangsamt die Bewegung feindlicher Infanterie und macht plus 11 Nahkampfschaden. Fernkampfschaden. Das ist ziemlich mächtig. Und wir haben hier unten Reste der Erinnerungen und kreischen die Biomaterie. Recyceln Sie diese Ausrüstung, um Carnifexe zu verbessern. Das machen wir auf jeden Fall. Spenden, um Carnifexe zu verbessern und die nächste verfügbare Verbesserung freizuschalten. Das machen wir mal und gucken kurz. Jetzt können wir Stachelwürger und Spurenzysten benutzen. Wirft Saatkapseln, die explodieren, um Infanterie in ihre Ranken zu verwickeln. Betroffene Einheiten werden somit unterdrückt. Die Verbesserung gewährt auch die Fähigkeit Sporenzysten. Okay, gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir noch die Erinnerung. Spenden Sie, um Erfahrung zu gewinnen. Gewährt etwas Erfahrung. Zeigen Sie diese Ausrüstung, um dem ausgewählten Trupp Erfahrung zu gewähren. Das machen wir doch. Kriegt da ein Level ab und kriegt gleich mal Bioplasma-Hagel. Bioplasma feuert nun mehrere Schüsse gleichzeitig ab. Genau. Wurde unser Bioplasma verbessert. Gut. Und jetzt können wir ihm neue Sachen geben. Gewährt die Fähigkeit Sporenzysten. Ah ja, das kann der Carnifex auch lernen. Wenn wir das machen, können wir... Setzt einen Topf Sporenminen frei, der sich zu einer Zielposition bewegt und dann explodiert. Brauchen wir nicht unbedingt, wenn das unsere Carnifexe können. Aber die Würgedon-Kanone will ich ihm gerne geben. Die ist etwas... viel besser als die Kanone. Oder auch nicht. Nahkampfschaden 27, Distanzschaden 50. Dann ja, behalten wir mal die Biozidkanone für alle Fälle. Wir können ja mal kurz gucken. Infanterie 100% bei beidem. Angriffsgeschwindigkeit ist die Würgedon-Kanone langsamer. Genauigkeit ist ja aber besser und hat geringere Reichweite. Macht denselben Schaden bei Infanterie 100%, macht nur 125% bei schwerer Infanterie und macht bei Fahrzeugen nur 25% die Würgedon-Kanone. Bei Gebäuden auch nur 25%. Wir behalten mal die Biozidkanone und recyceln sie nicht für alle Fälle, bis wir das Ding hier freigeschalten haben, wenn wir es dann überhaupt noch brauchen. So. Das war alles, was wir machen können, bevor wir uns in die neue Mission stürzen. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Bis dann.